Hier gibt's Städter. Was für eine Frechheit, mit 10 Kastan Wagnitz anzusprechen. Den Fort. Der ist sehr nett. Was seid ihr denn für eine armselige Gestalt? Ein Zwerg, der dir nicht gleich einen Kopf kürzer macht. Habt ihr alle ernstes geglaubt, dass ich mit jemandem eures Stall spreche? Daraus treut euch gefälligst. Okay, der ist sehr furchtbar, der Typ. Noch eine verschlossene Truhe. Nandus zum Großen. Ihr wünscht, die Mysterien der Magie zu ergründen? Gerne. Wenn ihr mir dabei helfen könnt, helft, was könnt ihr mich lehren? Also Alchemie, Magiekunde, Heilkunde und sehr viele Zauber. Habt ihr magische Ausrüstung? Ja, hätte sie. Der gute Rupert hier sieht aus wie ein... Ja, das war eigentlich schon der ganze Praios-Platz. So groß ist er doch gar nicht. Sieht aus wie ein Holzhändler. Was gibt's denn Dringendes? Ich habe einen Tempel zu bauen. Okay, er ist der Baumeister. Entschuldige die Frage, aber um welchen Tempel geht es hier denn? Na, den Hesinde-Tempel. Ich als Baumeister bin verantwortlich für seinen Wiederaufbau. Wenn ihr mich also jetzt entschuldigen wollt... Okay, den Tempel können wir wahrscheinlich nicht betreten, weil er im Bau ist, aber den Novizen können wir befragen. Leider kann der Zutritt zum Hesinde-Tempel noch nicht gewährt werden. Die Bauarbeiten werden noch eine Weile dauern. Bitte kommt später wieder. Okay, dann wünsche ich weiterhin gutes Gelingen. Ich werde zurückkehren, sobald der Tempel wieder seine vollen Pracht erstrahlt. Gut. Städter, Städterinnen, noch mehr Städter. Hier ist, glaube ich, der Krämer, genau. Krämer Rappelbusch. Willkommen beim Krämer Rappelbusch. Vom Bolzen bis zu den Verwänden. Alles im Sortiment vorhanden, was der reisende Abenteurer so braucht. Na, dann lass doch mal sehen. Vielleicht kann ich wirklich etwas für euch brauchen. Ja, brauchen wahrscheinlich eher nicht gerade. Aber ich kann Sachen verkaufen. Wie das helle Fertocker, die Cremefüße, Messer, rostige Nägel, Apfel, Wolfsfelle. So. Gut. Was ist mit dir und deinem Bären hier? Seid gegrüßt. Oh Gott, er hat auch noch einen russischen Akzent. Ein schönes Tier, was ihr da habt. Nicht wahr, Zottel ist mein ganzer Stolz. Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Ihr könnt euch glücklich schätzen, so einen friedfertigen Begleiter zu haben. Da habt ihr recht und begabt ist er auch. Schließlich ist er ein Tanzbär. Hört, hört. Vielleicht seid ihr ja bei der nächsten Vorstellung dabei. Dann könnt ihr ihn mit eigenen Augen sehen und staunen. Ja, hier ist das mit den Tanzbären zum Glück schöner als in der Realität. Ja, die Torwache, mit der hatten wir schon geredet. Oh, und hier ist noch ein hier ist der Holzhändler. Holzhändler und ein Jäger. Und eine Werkbank natürlich. Haben wir jetzt eigentlich ein Labor und eine Werkbank? Aha. Wissen wir, ist hier am Praios-Platz. Eine Schmiede haben wir allerdings noch nicht gefunden. Das heißt, noch mit den beiden reden. Tretet näher. Ich habe alles rund ums Holz. Holz, zeigt mal, was ihr da an Hölzern habt. Also ja, Pfeile und Bolzen natürlich. Jede Menge andere Sachen. Keine Armbrust. Ja, Pfeil- und Bolzenspitzen. Und Gänsefedern. Und natürlich Ulmenholz. Eine Werkbank, die keiner benutzen kann. Ja. Weil wir haben niemanden, der... Ah, wie heißt es nochmal? Bogenbau gelernt hat. Ihr wünscht etwas über den Bogenbau zu erlernen?
Sagt, habt ihr auch etwas zu verkaufen? Aber natürlich doch, schaut her. Ah, eine leichte Armbrust. Oder die Anleitung für eine leichte Armbrust. Für die bräuchten wir ein Ulmenholz, einmal Metallteile, ja, was nicht schwierig wäre. Holzdämm und Lederbänder. Kurzbogen. Kriegsfeile, Kriegsbolz. Kriegsfeile sind halt besser, weil sie aus Eibenholz gefertigt werden. Ja. Und ich werde gucken, dass wir unsere eigenen Pfeile und Bolzen dann herstellen. So, helles Pferdocker und eine Bärenfalle können wir dann verkaufen. Na gut, ich könnte auch die Armbrust direkt kaufen, wenn ich sie dann brauche. Und ich werde sie brauchen, aber das sehen wir dann später. Verkaufen wir erstmal jetzt die beiden Sachen, die wir gerade gefunden haben und die ich brauche. 2 Dukaten für die Bärenfalle. Gut, das heißt, jetzt gehen wir in die Kneipe und suchen nach Forgrim. Bin unterwegs noch ein Holzfass zum Vermöbeln. Also, Forgrim sollte hier in der Taverne sein, hieß es. Nach Ardos Tod wird sich der Ärmste zulaufen lassen. Leider würde das sein, ha? Hinter dieses stetigen Ringschlag können nur ein Verbot für große Unwetter sein. Forgrim, du hast mehr als genug getrunken. Hörst du? Von mir bekommst du höchstens ein dunkles Spezial, damit du mal wieder auf die Beine kommst. Wie soll mich umbringen? Dein bescheidenen Kumpel, willst du so eine Giftbrühe anreden? Sein wahrer Freund und mach schon ein schönes helles klar. Du schuldest mir noch 4 Heller. Du bekommst nichts mehr. Dir steht das Helle doch schon bis zum Hals. Was sucht ihr in meiner Küche? Ihr habt hier nichts zu suchen. Sofort raus mit euch! Okay. Frosch und schenk noch ein letztes. Geh lieber nach Hause und bring dein Bart in Ordnung. Schrecklich sieht das aus. Was sollen nur die Leute von dir denken? Ja. Reden wir erstmal mit dem Wirt. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich muss dringend mit Forgrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardo vom Eberstamm wurde ermordet. Ich benötige dringend seine Hilfe. Doch wie ihr seht, ist er komplett hinüber. Higgs, oh Ardo, mein Freund, ist tot. Tada, ein letztes Bier, komm schon. Ja, eine traurige Geschichte. Der arme Forgrim seht ihn euch nur an. Seitdem sein Herr ermordet wurde, ist er nur noch betrunken. Er gibt sich die Schuld daran, sogar seinen langen Bart hat sich abgenommen als Zeichen der Schande.
Bin mein Bart nicht schwert, ich... Also ja, Forgrim hat echt schon mal bessere Zeiten gesehen, wenn man sich an Fluss der Zeit erinnert. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Naja, ihr könntet ihn einen Kupferdocker spendieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass er dann endgültig umkippt. Ich habe was für euch. Mein Geheimrezept. Ein dunkles Spezial. Eine hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt so Bären aus dem Winterschlaf. Wie wär's damit? Dann mischt mir bitte eins davon. Ihr habt hier unter dem Tresen einen kleinen... Ich habe hier unter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Hier, nehmt den Krug. Auf Kosten des Hauses. Danke für eure Hilfe. Willkommen im Silberkrug. Ja, zeig mir mal dein Angebot. Da, das Rezept für den dunklen Spezial. Plus 5 Ausdauer. Also, halt 5 Ausdauer. Benötigt aber verdammt viele Zutaten. Ja. Forgrim, hi. Willen Hells, Fedu, willen Bier. Hast du nicht Lust, einem ehrlichen alten Zwerg ein auszugeben? Klar doch. Hier ein Krug mit erfrischendem Bier, schnell her damit. Aber es, ach so, ja, weißt du, Forgrim, trinkt nur schön alles aus. Was ist das für ein Gesöff? Pfui. Borbarat, Kräuter, wer hat es gewagt, mit Borgrim, Sohn des Ferol Kasch, ein dunkles Spezial anzudrehen? Also, warte, wo ist meine Axt? Borgrim, bitte beruhigt euch. Mein Name ist Brenner, ihr Sohn des Dorin. Ador hat euch bestimmt schon von mir erzählt. Er hatte mich nach Ferdok gebetet. Brenner, ihr? Stimmt, Ador hat tatsächlich schon von euch erzählt. Ein Freund? Ados ist einfach ein Freund. Rado ist tot, wisst ihr das denn noch nicht? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Ich hätte bei ihm sein müssen. Ich habe als Leibwächter versagt. Lass mich besser allein. Ich bin ein unbärtiger Nichtsnutz mit Schluck auf. Ich weiß, dass Ardo ermordet wurde. Deshalb suche ich ja nach seinen Freunden. Wieso seid ihr denn nicht bei ihm gewesen? Er wollte es nicht. Dennoch ist es meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen. Hätte darauf bestehen sollen, ihn zu begleiten. Dieses Treffen war mir von Anfang an nicht geheuer. Bah. Beim Ambrolos spart, das eklige Kräutergemüse kommt wieder hoch. Da kräuseln sich einem ja die Rückenhaare. Ein Treffen, sagt ihr, worum ging es da genau? Ardo sollte sich dem Obergardist der Stadtgarde, Taschmann heißt er, glaube ich, am Hafen treffen. Es ging um etwas, an dem Ardo gearbeitet hat, eine Untersuchung von höchster Stelle. Mehr weiß ich dazu nicht, hat der alte Brumbart alles für sich behalten. Er hat es nicht lebend zu den Treffen geschafft, ich hätte bei ihm sein sollen. Verdammt, Hick, nochmal. Wie konnte ich ihn nur so im Stich lassen? Borgrim, hört mir zu, ich brauche eure Hilfe, um den Mörder Ardus zu fassen. Seid ihr schon nüchtern genug, um mir weitere Fragen zu beantworten? Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich reagiere immer so auf dieses widerliche Zeug. Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Fragt meinen Freund, fragt einfach. Kennt ihr eine Kletis und wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Kletis haltet mir bloß diese Nervensägefrage. Ich sage euch, bei Kletis weiß man nie genau, wo man dran ist. Manchmal frage ich mich, wieso sie sich Ardum mit so jemandem abgegeben hat. Sie streift oft durch Fuhrmannsheim. Auch die Taverne zu der sanften Sause, die des Öfteren für ihre undurchsichtigen Geschäfte aufsuchen. Was für Geschäfte geht denen... Was sind das für Geschäfte, denen diese Kletis nachgeht? Na, so genau weiß ich das natürlich auch wieder nicht, aber unter uns gesagt bin ich mir sicher, dass sie eine Taschendiebin ist und sich Brot mit Hehlerei verdient. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Kann ich euch noch etwas fragen? Fragt einfach, mein Freund. Was wisst ihr über die Morde? Ardo ist nicht der Einzige, der auf seine schlimme Art ermordet worden ist. Ein weiterer Mann, den ich gut kannte, wurde so zugerichtet. Man nannte ihn Drache, weil er so stark wie 7 Mann war. Wenn ihr mich fragt, muss ein gewaltiger Hühner ihn überwältigt haben. Einer, der noch viel stärker war als er. Sandok, Punga, ja, Bala sagte mir, dass der Drache in der Nähe des flinken Frettchens gefunden wurde. Ja, das muss schrecklich für Aline gewesen sein. Sie ist Shankmar, dem flinken Frettchen und die Freundin des Drachen. Sie hat den schrecklichen Fund gemacht und dann die Stadtgarde alarmiert. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Kann ich euch noch etwas fragen? Wisst ihr vielleicht noch etwas über den Mord am alten Elkor? Nein, tut mir leid, ich weiß nur, dass er in Fuhrmannsheim ermordet wurde. Kann ich noch etwas fragen? Könnt ihr mir mehr über das Treffen erzählen, zu dem Ardo vor seinem Tod wollte?
Wie ich schon gesagt habe, Arno wollte sich mit diesem Obergardisten Taschmann an der Waschstation am Hafen treffen. Aber anscheinend ist er doch nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe der Anlegeplätze. Mehr weiß ich leider auch nicht. Das betrübt mich zutiefst. Ich brauche schleunigst ein helles. Nein, du hattest schon genug, Vorgrim. Fragt mein Freund. Erzählt mir von euch und Ardo. Ach, Ardo und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut seiner ehrwürdigen Familie. Also genauer genommen im Torhaus. Und im Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Er hatte damals noch nach tapferen Recken geschickt, die ihm helfen sollten, die Geister von dort zu vertreiben. Ich war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshalle des Schlosses gewagt hatte, und so haben wir uns bei der Geisterjagd angefreundet.